Also wenn da nicht irgendwie ein Boss ist oder Superloot oder was weiß ich, dann werde ich grantig. Das ist friemelig hoch 13. Da. Aber ich denke, da wird was Besonderes sein, wie in den ganzen Schriftzügen. Das soll wohl andere Spieler zeigen, hey, hier ist was, komm hier gucken. Was echt nett ist. So, also... Und springen. Gott, nicht darauf treten. Alles für eine Truhe. Du bist besser eine richtige Truhe. Und hast gut Loot. So ein Drachensteinstab oder sowas. Verleugnung. Irgendwas Neues, Optisches bei den Magiersachen? Nö. Verleugnung, ein Wunder mit 24. Was? Ein uraltes Wunder und Werk des Kardinals von Shulva. Fordert das Schicksal einmal raus, wenn TP auf Null fallen. Sollte den Sterbenden ursprünglich genug Zeit für den letzten Abschied geben. Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Also ein Priester, der seinen Kindern noch irgendetwas Wichtiges sagen wollte, erschafft diesen Zauber, um halt genau das zu tun. Und da kommt irgend so ein Kampfkleriker und sagt, boah geil, ich kann jetzt noch 10 Sekunden weiter töten. Okay. Also, das heißt, wenn die TP auf 0 fallen, wird unsichtbar gewürfelt und wenn es gut gewürfelt wird, dann überlebt man? Könnte sein. Hm. 24. Wir haben 21, dank der Krone. Also ja, wird sich definitiv gelohnt haben, wenn man den Zauber nutzen würde. Wobei ich halt nicht weiß, ob ich das tun werde. Gucken wir uns hier unten weiter um. Da hinten war nur die Truhe. Da kamen wir her. Hier geht es runter zu diesem Clown. Da geht es hoch. Wir hier nichts verpassen, ne? Da geht es wieder runter zum Clown. Da hinten ist Loot. Also müsste man da eigentlich auch hinkommen. Ich will aber nicht springen, das sieht tief aus. Auch wenn man da unten was erkennen kann. Das könnte sogar ein Leuchtfeuer sein. Das heißt... Hier weiter. Ganz viele Nachrichten. Oh Gott. Ja. Wie mache ich das? Weiß man, konnte sie da hinten, glaube ich, in Tod locken? Oh, bist du alleine? Ich glaube, du bist alleine. Komm her. Nee, nee, nicht zurück, deine Kumpels holen. Du gehst schön hier. Oh. Komm, putsch, 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 putsch. Was? Hinter dir. Komischer Geist. La 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 la. Bix. Du bist komisch. So. Da waren es nur noch zwei. Und ich hätte den Zauber öfters nehmen sollen. Was? War es nur noch einer? Oh, da funkt es so gut. Nein. Ja, ich prügel dich und danach mache ich deine komische sterbliche Hülle kaputt und dann bist du wieder eine sterbliche Hülle und kein Geist. Sehr verwirrend. Swash, swash. Au. So. Komm her. Einer. Also wenn die drei seien, die hier unten waren, ne? Nicht die ganzen anderen. Zwei. Oh doch, das sind mehr. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alle kaputt hauen. Da sind die viel, viel einfacher.
Was haben wir hier? Schlüssel des ewigen Heiligtums. Das klingt doch wichtig für einen Boss, den ich verpasst habe. Crunch, crunch. Crunch. Also hier hätte man von vornherein hinlaufen sollen wahrscheinlich. Oh. Gut. Die Seite scheint so zu sein. Okay, oben bei dem Leuchtfeuer. Ne, nicht bei dem Leuchtfeuer, bei dem... Also vom Turm runtergesprungen sind und zum ersten Mal hier in den Bereich gekommen sind, war doch die eine Tür, die verschlossen war. Ich bin davon ausgegangen, dass man sie von der anderen Seite öffnen muss. Vielleicht aber auch einfach nur mit dem Schlüssel hier. Das heißt, dahin sollte ich jetzt eigentlich zurück. Aber ich bin schon so zerschunden und kaputt. Ich denke, ich sollte eher ein Leuchtfeuer nehmen. Bevor ich das allerdings tue, schaue ich mich zu Ende um. Also da unten geht es weiter in Richtung Riesendinos. Und komischer Invasor-Clown. Was haben wir hier noch? Da war eine Leiche. Kamen wir hier noch zurück? Ja, wir kamen nicht zurück hier. Außer man kann da oben vielleicht irgendwas machen. Ich mach mal ein bisschen hier. Chaos. Oh. Ja, da hätte ich raufgemusst. Oh, hallo. Guck, guck. Ja, von da oben kann ich auch nicht darüber springen. Ist okay. Mach so. Mach nochmal so. Bist du wieder auf Ausgangsstellung? Dann benutze ich einfach die Feder. Denn ab jetzt ist alles viel, viel einfacher. Denn es gibt keine Geister mehr. Wie paar 7 oder 8 habe ich da zerkloppt? Es müssten alle Geister gewesen sein, die da rumgeturnt sind. Das heißt, ich hätte jetzt gerne nicht mehr dich, sondern dich. Nicht mehr dich, sondern dich. Hab ich noch Zauber einstimmen? Habe ich die große Zauberwaffe nochmal? Nein, habe ich nicht. Hm. Nimm mal Reparatur rein. Hatte ich am Anfang ein wenig ignoriert. Aber es dürfte doch einiges an Seelen sparen. Hallo. Ja, du überlebst mit noch mehr Lebenspunkte als deine Kollegen sind. So. Brücke ist gleich wieder ein Problem. Achso. So. Swish. Oh. Ja. Verzaubert bist du nur One-Hit. Das ist schön. Also One-Hit-Backstep. Und er hatte noch einen zweiten. Den höre ich gerade hinter mir. Aber der wird nicht hinterherkommen. So. Und da kommt gleich schon die Tür. Hinter den beiden Jungs. Das heißt, einmal den hier. Um hoffentlich ein Schild zu brechen. Mein Ding ist länger als eine Lanze. Na, 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 na. Au. So. Giftiges Moos brauche ich. Trink. Die macht immer komische Sachen. Da. Also ich denke mal, dass die Tür jetzt einfach aufgeht. Und dann ist da ein Leuchtfeuer. Damit ich keine 5 Meter gehen muss. Und dann kommt sofort ein Boss dahinter. Damit ich vom Leuchtfeuer nicht so weit rennen muss. Oh, hallo. Ich würde eigentlich... Die sind 2. Ja gut, dann so. Oh, Schatztruhe. Dass die Kugeln jetzt aber das. Ich mag das, ey. Die sind überall Räume voller Schatztruhen. Gib mir Loot. Loot, 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 Loot. Getrocknete Wurzel. Das war ein Zauber, ne? Zauberaufladung. Sogar das Bessere. Das gelbe Kraut war das Schlechtere. Ich glaube schon. Noch mehr davon? Einer von euch muss doch eine Falle sein oder ein Mimik. War das gerade einmal das Kraut, zweimal das Kraut, fünfmal das Kraut?
Bist du jetzt 10-mal das Kraut? Also ich sag nicht nein dazu. Die brauche ich ja doch öfters mal. Blitzklauenring. Nee, du bist kein Kraut. Du bist ein Ring. Blitzklauen. Was bist du? Erhöht Blitzangriffe. Ja. Für Priester, Paladin, Charles, bestimmt ganz interessant. Aber das ist Talana zurzeit nicht. Was nicht heißt, dass sie nicht irgendwann sein könnte. Hallo, und nochmal Wurzeln. Ja, das waren doch sehr schöne Kisten. So, jetzt Leuchtfeuer und Boss. Go, go, go. Wackel, 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 wackel. Na nö. Aber die Wände können hier eigentlich kein Secret haben. Sonst wäre das ein wenig verdächtig mit diesen zwei Leitern. Und ich höre ganz viel Krabbel. Stimmt, das wäre naheliegend, dass der nächste Boss so ein Käferding ist. Was ist das hier an der... Oh. Wand. Das Zeug hier. Ah, das ist die Infektion von den Käferviechern wahrscheinlich. So, merke, da kam ich her. Hier geht es hoch. Da geht es zu einer Nebelwand und einem Leuchtfeuer. Das aktivieren wir doch erstmal. Okay. Hallo? Was? Was hast du mit mir gemacht? Achso, dich kann ich wieder nicht stunnen, aber ich kann nicht backstabben. Ich kann keine Tränke benutzen. Kann ich aber immer noch backstabben. 888 Schaden. Oh. Nein, 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 es läuft gerade gut, töten, 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 töten. Wow. Okay, okay. Ich wollte nur zu dem Leuchtfeuer. Danach nicht weiter. Benutzen kann ich aber. Genau, ich will aber nicht da weiter, weil da geht's bestimmt zum Boss. Ich will gucken, wo die andere Leiter hinführt. So, der Vollständigkeit halber und so. Lauf, 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 lauf. Also, ja, kommt mal runter, Jungs. So, da. So rein von der Orientierung her müssten wir es doch wieder oben sein beim... Genau. Nö, hier hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht bei der Brücke... Und die Brücke ist hier nirgendwo. Gucken wir uns erstmal an. Truhe. Truhe ist immer toll. Jo. Wenn es denn eine Truhe ist und kein Mimik. Und Heiligtumschild. Schild hatte ich probiert, aber das, was ich ausgewählt hatte, war nicht so wirklich toll. Heiligtumschild. Brauch nur 6. Stärke 7 Decks, also noch weniger als die da. Das hätte die alte Talana noch tragen können. Hat eine C-Skalierung auf Wille, Int und Dunkelheit. Und hat 85 physischen Block. Nimm den mal. Ja. Sie hält ihn mit 3 Fingern. Ich sehe schon so einen Riesen mit einer Steinkeule auf sie eindreschen und sie mit ihren 3 Fingern ping, ping, ping. Also was machst du noch? Du da. Ein merkwürdig aussehender Schild. Vollkommen richtig. Einer der Schätze des versunkenen Königs. Eine Mischung aus mystischem Holz und heiligen Glockeneisen macht dieses Schild als Beschleuniger für Wunder und Zaubereien einsetzbar.
Die meisten Wunder und Zaubereien aus der heiligen Stadt gingen verloren, doch die Qualität ihrer Rüstung und die Schilde lässt auf höchst fortschrittliche Handwerkskunst schließen. Das heißt, ich kann damit mit der schweren Attacke zaubern. Das ist sehr cool.